Hey, Schuschel, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich bin Schatz und Father, und guten Morgen. Ich habe Post für Sie. Hier ist ein Brief. Brief per Nachname. 10 Rubine. Stecke ich das Geld jetzt in den Briefkasten? Tag, hab Ehre, Chef. Ja, für Postbotenhaus. Damit gebe ich ständig mein Bestes, aber 20 sind mein Äußerste. Und ich komme mich einfach nicht ran, Chef. Nur ich habe mich vom Abenteuer gehört. Mann, war beeindruckt. So beeindruckt, dass ich gleich diesen Brief schreiben musste. Nur echt sagen, dass du ein Wahnsinnstyp. Kannst du jetzt mal aufhören, dein Brief zieht eine Schleimspur hinter sich, höre. Ich würde auch gerne etwas tun, um dir beizubringen, aber ich fürchte, aus den Briefen zu schreiben bleibt nicht viel. Dann pack ein paar Durchparolen hier rein. Das, ja. Hau rein, Chef. Gib die kleinen bei, Chef. Du bist der größte Chef. Dein Schleim ist überall, Kumpel. Du hast die gesamte Insel mit deinem Geschleime kontaminiert. Hab ich noch nie bei meinem Lohn beigelegt. Es ist nicht, aber ich wohne reu aus. Okay. Was ist dir leisten? Hochachtungsvoll dein Bein. Geil, ich hab quasi 10 Rubine gewonnen dadurch. Well, that's some big money. Hauptsache 10 Rubine ausgeben, um 20 zu bekommen. Totally worth it. So, Sekunde mal. Wo ist denn mein Haken, Guabala? Kannst du mal aufhören, da hinter deinem Wasserfall zu dudeln? Das ist so unhöflich. Hey, Kleiner. Oh, werter Freund der Zock. Es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzutreffen. Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinem kleinen Versteck gefunden hast. Wie? Weil, was ich hier mache? Ich habe ja ein Stück hier geprobt, das ich nächstes Jahr bei der Zeremonie spielen will. Die anderen schon vorher hören würden, wäre es doch langweilig, findest du nicht? Was? Man kann es von draußen aus überdeutlich hören. Ach so. Ich war mir sicher, das Rauschen des Wasserfalls würde es übertönen. Ich werde von nun an leiser proben. My life has ended. Ist das ein Taktstock? Bist du also ein Dirigent, der Jonk? Das ist ja fantastisch. Dann willst du also mich also ein wenig dirigieren? Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Warte mal. Genau das hier. Oh, Mondlinde. Das ist mir ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt. Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Du kennst es. It's inside you. Also manchmal ist Link auch eine absolute Gesichtsgrätsche, ne? Le Baguette. Werter Freund, der Zonk. Dank dem heiligen Lied, das du mir überbracht hast, will ich meine Bestimmung als weißes Sefiel-Tempel zum Bewusstsein rufen. Oh, meine Aufgabe ist es, das Masterschwert, das du für dich führst, wieder in seiner alten Stärke erwachen zu lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Wieso habe ich das Gefühl, dass das Böse der Antlitz der Welt zu verbannen im Grunde nur so ein Borderlands-Effekt ist, was irgendwo total retardeter Shit ist? Bitte leite mich zum Sefiel-Tempel, werter Freund. Schon aus dem Grund, damit mein Vorfahren in Frieden ruhen kann. Er ist ja irgendwo süß, ne? Ich meine, an sich ist er nur ein kleiner Knödler. Wo ist er überhaupt? Wo ist denn der? Ach, der ist da oben! Wie süß! Man sieht ihn da ja gar nicht. Oh Mann. Oh Mann, man sieht ihn da ja gar nicht. Ups. Ich würde sagen, wir machen da mal ein bisschen schneller hier. Weil das ist dann doch ein bisschen weit. Turbo-Modus. Festhalten, Kleiner. Oh Gott, und er ist da am Kopf.
Oh Gott, der Kleine. Oh Gott. Oh Mann. Geht's dir gut, kleiner Freund? Alles okay da vorne? Alter Verwalter. Warte mal. Kann ich überhaupt ein Bild von... Ups. Hä? Der Kopf des Schiffs verschwindet. Mein Schiff ist selfie-scheu. Okay. Gut, dann ist mein Schiff halt selfie-scheu. Das habe ich zwar noch nicht erlebt, dass das möglich ist, aber okay. Ein selfie-scheues Boot. Mensch, das ist meine Sache. Hi, Fireblast. Oh boy. Weißt du, da willst du nur ein Foto von dem Kopf deines Bootes machen und dein Boot denkt sich, nein, das stellst du aber bitte nicht auf Instagram, ich bin scheu. Schnoi. Und ich denke mir so, Digga, es ist ein fucking Selfie. It's not that important. Oh? Nee. Ich möchte nur das haben. Yes. Wenn wir schon mal gerade dabei sind. Weil ich glaube, wir werden ein bisschen Geld brauchen später. Aber wobei, ich überlege gerade. So überschlagen sind wir, was Geld angeht, eigentlich gut. Aber Violetta. 50 Eier. So for nothing. Because why not? Aber ich will auf jeden Fall, bevor wir das LP beenden, möchte ich auf jeden Fall die Map komplett erkundet haben. Das ist nicht mehr so viel an sich. Ja, genau wie Melodie der Fall war, verfügt auch Mokos über besondere Fähigkeiten. Es ist deine Aufgabe, diese den Tag zu bringen. Haltet zusammen, haltet euch gegenseitig, dann werdet ihr euch die Strapazen dieses Tempels überwinden können. Da bin ich mir sicher. Okay, bye. Ich gehe mal mit meinem kleinen Knödelfreund, ne? Er ist ja schon knuffig, ne? Ich meine, ich kann ihn auch... Kann ich währenddessen... Ach, schade. Ich möchte ein Selfie mit meinem kleinen Knödelfreund. Ich brauche mal ein bisschen... Kleiner, bleib mal so stehen. Ich brauche ein bisschen Abstand zu dir. Perfekt. Perfekt. Sehr schön. Ja. Zeichen von Richard Invisible. So. Was ist schön, dass man jetzt so einen kleinen Schummelzettel quasi hat, wenn man die Dinger eingibt. Ich konnte mir diese Sechstakt-Dinger mal nie merken. Niemand in der Nähe. Kleiner Knödelfreund. Would you kindly? Ich spiele Musik für dich und du stehst da hinten, als wäre es nothing. Kennst du das hier? Warte, das funktioniert sogar. Das wollte ich nicht, kleiner Knödelfreund. Das wollte ich noch weniger. Kleiner Knödler. Du, wir müssen jetzt echt mal, ne? So. Ups. So. Wo versteckt er das Zeug eigentlich immer? Ich meine, die Geige und der Stab ist größer als er selber. Puff. Pulverstein. Oh boy, C4-Tempel. I was not looking. Ich find's süß, wie er so nach vorne knödelt. Er ist ein ganz mutiges Knödel. Und auf mein sehr selbstmordgefährdetes Knödel. Oh boy. Hätte ich gehofft, ich müsste hier nicht hin. Aber ich muss hier immer hin. Man muss hier immer hin. Das ist Fakt. Le Fakt ist das. Ah, fuck you. So, zieh ab. Pulver. Sag mal, wie hat das jetzt funktioniert? Ich wollte ihn nicht
Warte mal, ich glaube... Ich nehme das nochmal. Doch. So ist das. Knödelkontrolle. Hä? Wollte gerade sagen. Geile Fähigkeit. War das jetzt so, er konnte... Oh, cool. Oh, 100? Okay, nice. Alter, ihr wurdet echt schnell degradiert, Kumpel. Was habe ich... Oh. Oh, Kumpel, magst du mal ganz kurz anhalten? Ich muss mal ganz kurz... Sekunde. Hartnäckiger Fuck. Und tschüss. What? Kannst du doch nicht machen. Ich kann nur nichts sehen. Fuck! Okay, that's it. You want some? Du gehst mir echt auf den Pimmel. Okay. Okay. Jetzt aber. Dieser Topf macht mir gerade mehr Probleme, als er machen sollte. Dann auf die altbewährte Art. Schnauze jetzt! Meine Fresse! Weißt du, das ist so einem degradierten Mini-Boss. I don't have to take your bullshit. Warte mal. Musste ich jetzt? Warte mal. Der Kleine kann ja immer fliegen. Er kann zwar auch durch die Gegend knödeln, wie so ein ganz großer Profi. Aber... Ah, genau. Plopp. Genau, so war das. So, und jetzt brauche ich die Schmeisenstiefel, wenn ich mich irre. Zusammen mit dem Dekoblatt. Okay. Ja, das Dekoblatt ist hier tatsächlich nochmal wieder wichtig, zusammen mit den Eisenstampfern. Aber viel schön, dass die Eisenstiefel tatsächlich mehr als einen tatsächlichen Nutzen haben. Also, mal abgesehen, außer schwer sein. So. Komm mit, Kleiner. Uns steht ein ganzer Dungeon bevor. Immerhin ist die Musik hier nice. Wop, 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 wop. Das sind immer noch meine Lieblingsgegner. Ich finde die toll. Wop, 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 wop. So, warte mal. Was war das jetzt hier? Well, fuck. Ach so. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich muss ihn da durchschicken, nicht wahr? Ich sage, das ist... Es ist nicht mein Lieblingstempel, sagen wir es so. Okay, aber warte mal. Ich schwapp mal weiter durch die Gegend, ne? Ein bisschen kann ich ja noch fliegen. Okay. Flonk. Ich könnte mir froh sein, dass kein radikales Eichhörnchen hier ist und die ganze, seine ganzen Nüsse futtert. Ich glaube, dann hätten wir ein Problem. Ah, okay, das löst schon mal das Problem. Jetzt müsste ich nur noch ein anderes... Hoch da mit deinem kleinen Helikopter-Po. Okay. Das war doch so, oder?
Da oben ist doch was. Oder hätte ich darüber gemusst und er muss hier hoch? Weil es sieht mir danach aus, dass es so sein muss. Mein Lieblingstempel. Das ist eine schwere Frage jetzt. Generell oder so hier aus dem Spiel? Weil dann... wird fancy. Und nochmal. Also ich weiß, dass es in... Ocarina of Time war es der Feuertempel. Den fand ich toll. Ich glaube, ich kann hier noch gar nichts machen. Okay. Gehe ich halt wieder. Ja, da oben ist zwar was, aber da komme ich ja noch gar nicht hin. Okay. Aber sonst... Das Schlimme ist, ich kann mich jetzt an viele Tempel so gar nicht mehr... Ich wollte dich nicht schmeißen. Ich erinnere mich zum Beispiel leider nicht mehr an viele Tempel aus Twilight Princess. Leider. Ach ja. Deswegen mochte ich diesen Tempel hier nicht so sehr, weil man sehr viel das hier machen muss. Weil sehr viel er damit beschäftigt ist, seine Nüsse irgendwo ranzudrücken. Und das klingt falscher, als es eigentlich sollte. Aus dem Spiel hier. Schwierig. Ich weiß nicht, ich fand irgendwie die Tempel hier in dem Teil waren noch mit die schwächsten irgendwo. Ich meine, ich erinnere mich an viele. Das Problem ist, ich erinnere mich leider an viele aus den falschen Gründen. Well, he gone. Tschüss, Knödel. Ich hol dich später ab, ja? Ja, Mensch, das Spiel könnte mir nicht klarer sagen, was das, Wetterfreund, ich bin hier. Oh, shit, Kumpel. Ja, ich saß da nur ungern, aber... Alter Freund. No, I'm fucked. Ich sah schon aussperren wohl schwer aus. Schwer wie ein Dekobaum. Oh, wenn ich ein Dekobaum hier wäre, dann... Dein Dekobaum ist ein Baum. Ich weiß nicht, ob du das Problem an der Sache begriffen hast, aber er ist ein fucking Baum. He can't move. Nur mal so nebenbei. So. Mit euch zabbel ich nicht lange. Und ernsthaft, ihr schon wieder? So. Ups. Bitteschön. Du auch? Ja, du stehst jetzt. Au. Bitteschön. Gut kauen. Do, 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 do. Ich mag euch, Viecher. Ihr seid toll. Weißt du, alles, was ihr macht, ist dumm rumhoppen. Irgendwann Mund aufmachen und dann... Quickscope. Quickscope. Ach, Scheit. Ihr schon wieder. Wie wär's, wenn du nicht immer gegen etwas... Wie schlägst du? Du schlägst da echt immer gegen, ne? Linky Stinky. Macht mir unnötig Panik mit diesen Biestern. Weil sonst bringen mich ins Schattenreich. Und da will ich nicht hin. Da gehen nur Yu-Gi-Oh! Charaktere hin. Jetzt brauche ich ernsthaft wieder. Da hier. Sing. Ach so, warte mal. Das war das, ne? Yep, that doesn't work. Nee. Nicht wieder hier Metal Gear Link. So, jetzt aber. Bingo. Savu? Wobei eigentlich auch einer meiner Lieblingstempel aus Ocarina of Time war der Schattentempel. Schlicht und ergreifend, weil ich den super cool Design fand.
Der Tempel hat sowas Edgelordiges. Und ihr wisst, ich habe eine Schwäche für Edgelords. Ich habe einen sehr starken Fimmel für Edgelords. Das ist echt nicht mehr witzig. Du Pisskopf! So, das können wir uns erstmal abschminken, da unser kleiner Freund ja noch hinter Gittern sitzt. Er ist hinter Gittern. Der Dekubaum-Knast. Oh, das sieht doch nach Spaß aus. Ah, okay. Schon verstanden. Wusch! Ach cool, direkt, ne? Ich habe euch gehört. Ihr Feuerball schmeißenden Pissköppe. Ah! Au! Ich wurde gefeuerballt. So, das Problem ist, wir haben natürlich die Karte noch nicht, ne? Ne, ich kann nur sehen, wo wir in etwa hin können. Und das in der Richtung... Oh, da ist eine Truhe. Ja, Mensch. Das Gute ist, dass wir hier die große Energieleiste haben. Ich wüsste nicht, was wir ohne die tun würden. We've been flabberbubbed. Ohne die wären wir tatsächlich verloren. Absolut verlörend. Schabadabub. Ach, guck, schau mal einer, guck, wir haben gerade von dir gesprochen. Ich habe mal gesehen, wie Leute das hier mit der kleinen Magieleiste machen und ich denke mir so, but why would you? Ich meine, die Magieleiste, die große zu finden, ist jetzt nicht unbedingt Hard Mode. Genau zu sein, es ist Pillepalle, weil du so oder andauernd hinkommst. Oh yeah. Ja. Willst du eins aufs Maul?